Rudi Noser, wo sehen Sie die Hauptaufgabe der Politik in diesem Prozess der Digitalisierung, der jetzt auf die Baubranche zukommt? Also die Politik muss das in erster Linie zulassen, weil wir haben ein Problem, dass eigentlich die Mehrheit in der Politik den Status quo festhalten will. Und wir brauchen eine Mehrheit, um Neues überhaupt zuzulassen. Das ist die Grundforderung an die Politik. Das heißt vor allem gute Rahmenbedingungen oder auch treibende Kraft sein? Ich glaube, in erster Linie Freiräume schaffen, dass das möglich ist. Weil die Digitalisierung wird stattfinden, jede Firma wird es machen. Und es besteht auch immer die Gefahr in Bern, dass man das im Parlament so versucht zu verhindern oder zu verbieten. So nach dem Motto, auch der Kleine muss mithalten, dann verbieten wir jetzt das, solche Dinge. Das muss man den Riegel schieben. Freiheit schaffen, dass es stattfinden kann.